Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück im Burgenlandkreis. Und Entschuldigung, dass ich eine Folge nur Burgenland geschrieben habe, lieber Zuschauer aus Österreich. Tut mir leid, ich bin auch nur Mensch. Du wisst ja nicht, dass das direkt so weit nach sich zieht. Tut mir leid. Habe ich nicht drauf geachtet. Manchmal bin ich halt auch nur Mensch. Tut mir leid. So lange Rede gar keinen Sinn, ne? Wenn ihr aggressiv werden wollt, dann schmeißt mal die ganzen Ballen da auf den Boden. Das ist kein Problem. Hätt ihr dann ein bisschen richtig aggro. Ey, gib mir das auf den Keks hier. Ich stapel ja ganz gerne Ballen, ne? Aber heute habe ich absolut keinen Nerv mehr dazu. Aber der ganze Rotz ist weg. Heiliges Blöde, also. 79 Ballen waren das, ne? Die sind jetzt gleich alle auf dem Boden. Strom machen brauchen wir erstmal nicht mehr, ne? Schickram, du. Das war ja ein Drama. Ganz ehrlich. Eigentlich müssten wir hier noch Silage von der Fläche holen, aber irgendwie, nee, habe ich da gerade nicht so ein Verlangen nach, ne? Aber eigentlich müssen wir das noch. Aber. Wir können mal ein Bild machen. Druck! Ey, bin ich abgenervt. ...79 Strohballen von der Fläche. Juhu! Jetzt haben wir aber auch keinen Platz mehr gewollt. So, lange Rede nach gar keinen Sinn. Das habe ich, glaube ich, heute schon dreimal gesagt. Seht's mir nach. Ihr seht's ja an dem Fahrspur, ne? Weißt du, ich hab gedacht, ich bin so schlau, ich hol die dann mit Autoload von der Fläche. Ja. Das war, glaube ich, gar nicht so eine gute Entscheidung. Shit drop. Ja, das ist erledigt. Ich bin selbst mit dem Autoloader, wo über 30 Ballen drauf kommen, noch zweimal gefahren. Das will mich doch heute. Sag nix, ich sag auch gar nichts mehr. Eigentlich so gar nichts mehr. Lass doch einfach los, Mann. Heiliges Blöd. Will mich so was von verhohne People. So, ihr kommt da auch noch hin. Schluss, aus, Ende. 78 Strohballen. So lange Rede, gar keinen Sinn. So, ich habe hier jetzt schon mal geguckt, ne? Wir müssen kalken. Das ist logisch. Es sind noch ein, zwei Missionen da. So, guck mal, Feld 12 und Feld 16 wären zum Ernten ready. Da wir kein Heu haben und Heu ja echt, auf Deutsch gesagt, schweineteuer ist, ne? Habe ich mir so überlegt, wir gucken mal nach. Was kostet Feld 16? Feld 16? 9000. Da kriegen wir gerade mal 8 Heuballen für. Kaufen. Wahrscheinlich ist das aber auch nur so eine kleine Ecke. Feld 12. Was kostest du? 32.000, das sind 8, 16, 24. Nicht mal 24 Heuballen. Kaufen wir. Fertig ist der Lachs. Wir haben zwei Wiesen dazu gekriegt. Shit-Trupp, wir müssen eh Heu machen. Wir machen da Heu. Holen das Zeug zum Hof. Und Silage kriegen wir eh noch. Ja. Nein, die will ich doch gar nicht. Ich hatte echt die Schnauze voll, ich bin ganz ehrlich.
Weil das war auch nicht mehr schön. So, aber ich glaube, wir müssen erst Kalken fahren. Das wäre wichtiger. Dann können wir den eigentlich hier mit CP losschicken. Und der könnte laut Adam Riese. Was sehen wir? Raps ist ja ganz easy peasy, klingelt auch ein bisschen in der Kasse. Ne, das wäre ja schon mal vorteilhaft. Aber. Obe, ich glaube, wir brauchen gar keinen Raps. Wir sollen nur gucken, dass wir was sehen, was in eine Fruchtfolge passt, ne? Das ist der Grande der Malheur. Aber ich glaube, da wir da nicht pflügen brauchen, werden wir da kurzerhand eben Raps reinschmeißen im Boden. Haben ein Einkommen. Und die Fläche ist erstmal erledigt und wir könnten dann im nächsten Jahr da wieder Getreide säen und kommen so in eine Fruchtfolge rein. So wäre meine Denkensweise. Richtig? Lass uns nochmal Kückerchen machen. Nee, wir wollen gerade keine Bodeninformation. Wir haben unsere Flächen abgeerntet, die zu ernten waren. Mehr haben wir nicht. Wir haben jetzt hier Gras, da, da. Weil das so riesige Stücke sind, ist das ja auch schickifani. So, hier können wir Getreide säen. Da könnte Weizen. Hier können wir Mais oder Hafer säen. Je nachdem. Aber wir können auch Kartoffeln machen. Die Fläche könnten wir auch noch zur Not umkriegen, ne? Ich weiß nicht, warum ich hier AD-Punkte drin habe. Ne, wir schmeißen eben die Kalkbude an. Dann ist das auf jeden Fall schon mal erledigt. Was wir dann machen, weiß ich echt noch nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, was wir denn noch. Ist nicht so einfach, weil hier so wenig Grünland ist im Moment, ne? Das muss noch ein fetter Silageschnitt werden. Der kommt aber wahrscheinlich erst im Dezember dran. Ja, schickifani, im Dezember. Aber dann können wir da zur Not im Frühjahr noch was säen, ne? Wenn wir dann nochmal schneiden, ist okay, haben wir Silage. Hier war unsere Grasfläche. Die sollten wir vielleicht auch mal eben gleich noch düngen, damit wir auch Ertrag kriegen. Das sollten wir wirklich nur machen, ne? Gut. Das läuft dann. Und wie viel muss hier hin? 7 Tonnen? Ja, wir fahren uns zu Tode. Schönen Dank. Ich weiß nicht, ob wir hier Ölrettich drin sollen. Und im Frühjahr Soja säen, aber Soja ist auch wieder in so einer Kackfruchtfolge. Sagen wir, wie es ist. Soja ist echt nicht schön in der Fruchtfolge, auch wenn es in der Kasse klingelt, du hast hinterher die Probleme. Deswegen, nee, wir machen Raps. Raps können wir jetzt schon sehen, dann ist die Fläche fertig. Ja, dann machen wir auch. Alles andere ist im Moment Mumpe. Sagen wir, wie es ist. Aber wir müssen auch gleich noch mehr. Sehr wichtig. Da wir jetzt eh hier hinten sind, können wir gleich mal eben gucken, wie groß die Wiese ist. Wahrscheinlich kriegen wir 10 Heuballen runter und dann war's der. Weiß direkt Bescheid, ne? Echt. Schwierig, ne? Was brummt hier so? Was ist der denn für ein LKW?
Wir säen Raps und fertig. Wir machen ja einen riesen Rapsschlag raus. Wir haben ja hinten, wo der Raps war, können wir, säen wir einmal Gerste oder Weizen. Eins von beiden. Kriegen wir Körner. Das ist gut. Stroh sind wir auch diesmal nicht so drauf angewiesen. Ne? Wir haben en masse Stroh, wir müssen nur Futter mit kriegen, dass wir auch Tiere kaufen können. Und dann können wir auch weiter planen. So, Missionsbusiness, wie gesagt, sieht es ein bisschen schwierig aus. Wir könnten einen Weizenschlag ernten, aber dann müssten wir auch erstmal quer über die Map heizen. Ne? Sag mal, hier waren noch meine kleinen Felder, oder? Nee. Ich wollte eben nach der Wiese noch glotzen. Damit wir das auch hinkriegen. So war der Plan. Ich wollte eben gucken, wie groß sie ist. Die sah nämlich sehr groß aus. Wir sind doch hier richtig, ne? Ja. Mais, Sonnenblümchen, Wiese. Wiese nicht groß. Hier hätte es für eine Mission 8000 Euro gegeben? Alles klar. Schön, ne? Schickram, ja. Eigentlich hätte ich gerne einen anderen Schlepper, ne? Wie viel das so wieder? Weiß ich auch nicht. Wie ist es jetzt, machst du es eigentlich verkehrt? Wenn du auf Tiere gehen willst, dann bist du irgendwie ein Pöppis gekniffen hier. Ja. Wir können natürlich... Nee, natürlich Schwachsinn. Hier auch noch Gras sehen und dann... Nee, wir sehen hier Raps und fertig ist alles. Alles andere macht gerade gar keinen Sinn. Wir brauchen ja auch was, was in der Kasse klingelt. Ja, wir müssen auch unsere Wiese dann noch düngen, diesen Ungenter. Die wollen wir nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Oh, danke, Autosave. Very nice, very nice. Richtig, richtig. Das müssen wir auf jeden Fall machen, Leute. Damit wir das hinkriegen. Dann kann die Drille los. Der Laden läuft. Ab fort. Können wir hier nicht auch binnen durchfahren? Wir sind hier. Ja, hast du gedacht, binnen durchfahren, ne? Schick, keine Ahnung, wir sind außenrum zu. Ja, dann abfahrt. Jetzt der nächste. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hier. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, mich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!